Hallo, ich bin die Anna, Mama vom Kai und heute gibt es unser 40-Wochen-Update. Kai ist ein ganz fröhliches Kerlchen, also es passiert auch immer wieder, dass Leute mich fragen, ob er immer so ein sonniges Gemüt hat, ob er immer so gut drauf ist. Und ja, er lacht eigentlich jeden an, er hat bis jetzt noch nie gefremdelt. Ja. Er ist total leicht zu belustigen, sehr schnell zum Lachen zu bringen und auch super kitzelig. Also ich glaube, da kann man sich ganz glücklich schätzen, so ein sonniges Kind zu haben. Beim Kochen, ja, ist er jetzt oftmals ein wenig anstrengend, dann will er natürlich alles sehen. Deshalb ein Trick für alle, oder ich mache es zumindest so, ich stelle einfach seinen Hochstuhl in die Küche, dann sieht er alles. Und jetzt schreit er auch. Ja, und das mag er sehr gerne. Hier hinten seht ihr auch seinen Hochstuhl. Wir haben den Hauk Alpha Plus. Da verlinke ich euch auch gerne das Video in der Infobox. Diese Woche hat er auch das erste Mal Nudel bekommen. Also ganz normale, keine Vollkornnudel, sondern ganz normale hat er mega gerne gegessen. Ich war ganz erstaunt, dass er die so runtergeputzt hat. Ja, Kai ist auch hier. Ja, hat das super gerne gegessen auf jeden Fall. Und wir waren bei einer Freundin, die hat eine Tochter, die ist 3 Jahre alt. Und mit der hat er im Ballhaus gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Ballhäuser fand er auch super lustig, super komisch und hat ihm sehr, sehr viel Spaß gemacht. Meine Freundin hat aber gemeint, das kann man nicht empfehlen zu kaufen, weil man es einfach viel zu selten nutzt. Und ja, ich denke auch, das ist auf keinen Fall ein Must-Have, aber wenn das irgendein Kind zu Hause hat, ist es ganz lustig. Da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Kai spielt wirklich super gut mit anderen Kindern, also er liebt andere Kinder, er kommuniziert mit ihnen, er geht auf sie zu, er schaut sich alles an, was die machen. Ich habe zum Glück in der Nachbarschaft auch noch 2 kleine Kinder. Und das macht ihm mega viel Spaß, wenn die zusammen spielen können. Das mag er wirklich super gerne. Also er ist ein absolut kontaktfreudiges Kind. Ja, so würde ich es nennen. Egal ob Erwachsene oder Kinder, er mag eigentlich alle Menschen. Und was in dieser Woche auch war, wenn wir spazieren gegangen sind, dann wollte er wirklich nur im Buggy sitzen und alles sehen und hat dann geplappert und so. Und er wollte einfach nicht liegen. Wenn ich dann den Buggy in die Liegeposition gestellt habe, hat er sich einfach aufgesetzt mit aller Kraft und ja, liegen beim Spazierengehen geht ja mal gar nicht so auf die Art. Das war's auch schon wieder mit unserem 40-Wochen-Update. Ich sag danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!